Dann sollte ich diese Mission doch vielleicht mal ausrüsten oder aktivieren, diesen Auftrag. Verschollenen Seiten? Nee, das, hä, sind das Aufträge? Nee, das sind Gefallen, sind das, ne? Reas fehlender Frieden. Den Schrein erkunden. Wir werden den Hochzeitsort erkunden und Freya helfen, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Freyas gefundene Habseligkeiten 0 von 3. Wir verfolgen das mal. Wenn wir schon mal da sind, why not? Es ist eine Nebenquest. Und wir machen alles. Oh, das ist aber ein schöner Ort, um zu heiraten. Hier, so schön, die Wände gestrichen. Das ist echt schön. Hescher. Natürlich. Natürlich. Was dachtest du denn? Wir gehen direkt mal rein ins Vergnügen. Oh, ich sehe es. Wow. Das stimmt. Er ist instabil. Zurück! Hinter dir! Nein, auf ihn! Jawohl! Hinter dir! Ich dachte schon. Ja, das, ja. Böser Treffer! Bist du ja, alles gut. Ohne dich schaffe ich das nicht, Kratos. Sorry, ich bin tot. Scheiße. Ich dachte, unser Schild schützt uns vor diesem Laser. Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht, nein. So. Wir tun so, als wäre nichts passiert. Oh, wirklich ein schöner Ort. Gut gestrichen, alles schön. Oh, echt schön. Ja. Vielleicht mache ich erstmal diese Lakaien hier fertig. Gegner hinter dir. Oh mein Gott. Shit, ich hab echt nicht getroffen. Nein, hau ab. Vorsicht, Dreck! I know. Shit. Okay, öffne nochmal dein Herz für uns. Alter, du Nervensäge. Ganz genau. Drum herumlaufen müsste er reichen. Was explodiert denn der jetzt? So, der hat gesessen. Der auch. Wunderschön. Oh, Moment. Du Drecksack. Ich benutze nur meine Fäuste. Nein. Oh mein Gott. Oh, die werden auch davon getroffen. Finde ich gut. Achtung, linke Seite. Sofort. Tschüss. Okay. Der hat so ein Ding fallen gelassen. Oh mein Gott. Oh, wo ist es? Hier. Noch so ein. Schau in meine Richtung. Schau in meine Richtung. Oh, der hat. Wo ist das Ding hin? So. Okay, noch ein. Ciao. Uiuiuiui, okay. Seelenfresser. Ein Vergessener, dem die Seele genommen wurde und der dazu verflucht ist, mit unstillbarer Gier die Seelen anderer zu verzehren. Wie viele von diesen Abscheulichkeiten hat Antvari erschaffen? Antvari? Der Name sagt mir was. Hatten wir nicht mal seine Rüstung an? Ich glaube schon. Um Yggdrasils Willen hoffe ich, dass sie nicht gelernt haben, sich zu vermehren. Seltsam, sie in Vanaheim zu sehen. Vielleicht hat sie all der Tod hier angelockt. Auch das ist möglich, my friend. Fähigkeiten. Was für Fähigkeiten? Für die Chaosklingen. Absolut. Das hier?
Ja, können wir uns leisten. Will ich mir leisten. Oh, Moment. Warum ist das hier so Gold? Da können wir natürlich jetzt was reinknallen. Erhöht leicht den Schaden der Fähigkeit. Leicht den Schaden. Moderat die Betäubung. Erheblich den Brand der Fähigkeit. Absolut. Das nehmen wir. So. Und den hier können wir trotzdem machen. Ja. Auch das kaufe ich. Wird gekauft. Vielen Dank. Für Freya können wir auch ein paar Sachen holen. Die hat ja auch ein paar... ein paar EP dazu gewonnen. Von Freya ausgelöste Schallexplosionen besitzen einen größeren Wirkungsbereich. Ja, wir benutzen ja eigentlich nur diese eine Fähigkeit momentan. Was ist das hier? Nimmt ihre Valkyrenform an und setzt einen Pfeilregen frei. Wo ist der Pfeilregen? Ich sehe nichts. Ich hol's trotzdem. Und schon hat sie keine EP mehr. Tschüss! Dieser Ort war einmal heilig. Tja. Jetzt ist er verlassen. Zerstört. Zeiten ändern sich eben. Sind die Objekte, die ich suche, noch da? Das hoffe ich doch auch. Denn die brauche ich. Glaube ich. Die Tür ist zu. Wenn ich mich recht erinnere, müssen wir beide Fackeln anzünden, um sie zu öffnen. Fackeln? Die hier? Okay, dann machen wir das doch. Das ist ein mystisches Feuer. Die Flammen sind kurzlebig. Mhm. Ich verstehe. Okay, das ist blöd. jetzt sind die Ranken weg. Scheiße. Was ist, wenn ich hier so ein Ding reinsetze? Da? Und hier? Geht das? Reicht das? Geschafft. Sehr schön. Okay, hier ist eines der Sachen. Aber ich will mich erstmal hier umsehen. Warum bin ich denn schon weiter? Was ist denn mit mir? Ich hab's auch nicht eilig. Verdammt. So. Wir schauen uns hier erstmal um. Bevor wir da reingehen. Ins Vergnügen. Sieh mal einer an. Die Zehn des Riesen begonnen. Eine Schatzkarte. Okay, waren wir da nicht schon mal? Das sieht verdächtig nach dem Ort aus, an dem wir den Shop haben, oder? Mit Brock. Die Jötner mögen aus den Welten verschwunden sein, aber noch immer erheben sich Riesen über die Bahnen. Mein Schatz mag im Vergleich zu seinen üppigen, ausladenden Zweigen unbedeutend erscheinen, aber ich betrachte ihn lieber als Raum für Wachstum. Okay, aber ist das jetzt da, wo wir, was wir hier sehen, oder von da, wo das Foto aufgenommen wurde? Also, oder die Zeichnung gemacht wurde. Weißt du, was ich meine? Ist es das, was wir sehen, oder das, wo wir gerade stehen? Wir werden es sehen. Wahrscheinlich eher das, was wir sehen, oder? Also da, wo der Shop ist, müsste auch eigentlich der Schatz sein. Was gibt's denn hier Schönes? Was erfahren? Ja klar, immer bei den Dingern. Ich freue mich voll, dass es hier so viel zu finden gibt, zu lesen und so. Das Fest. Der Tisch ist gedeckt. Es wurden Delikatessen sowohl von den Wanen als auch den Asen zubereitet, um die Vereinigung der Völker zu demonstrieren. Saftige Früchte, die den Appetit anregen sollen, wetteifern mit der salzigen, knusprigen Haut junger Brathühner. Als zweiter Gang werden geröstete Kürbisse mit Honigsoße gereicht, dazu Brot, das in den Lavagruben der Eltia gebacken wurde, ein Gaumenschmaus. Eine Gabe Schrimnirs steht im Zentrum der Festtafel, obgleich viele Wanen sie wahrscheinlich verweigern werden. Für die Kleinen wurden zarte Fleischstücke hoch aufgetürmt, auch sie werden heute Abend keinen Hunger leiden. Und zu guter Letzt wurden zahlreiche Fässer Met herangerollt, um den Durst zu stillen, der die Gäste bei solchen Festlichkeiten befällt. Heute Abend werden wir speisen, als ob Ragnarök uns am Morgen heimsuchen würde.
Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich habe Hunger wie ein Bär gerade. Oh mein Gott. Das hat sich alles sehr gut angehört. Vor allem das mit den knusprigen Hühnern. Aber ein bisschen möchte ich noch spielen. Und dann gehe ich essen. Was zum... Oh nein. Oh, hau ab. Okay, Wo ist die Mutter? Sozusagen. Wo ist das Vieh? Ich sehe zwar die Ranken. Wo gehen die entlang? Gehen die echt hier rüber? Nee. Oder doch? So. Da oben ist noch so ein so ein Ding, wo wir unser Zeichen reinsetzen könnten. So, aber was ist das hier? Eine Grube. Soll ich denn da rüberkommen? Oh. Ja. Das hat nicht gereicht. Leider. Okay. Was ist? Alter, ich bin da echt reingelaufen. Bin ich noch zu retten? Jetzt stirb mir nicht weg, Mann. Ganz ruhig jetzt. Gut. Ist jetzt die Frage, was hat das gebracht? Was bringt das jetzt, was ich hier gerade tue? Gar nichts, oder? Ich bin verwirrt. Verwirrung macht sich bereit. Ja gut, ich guck mal, was es hier gibt. Wahrscheinlich auch nichts. Doch, hier gibt es eine Kiste wenigstens. Da weiß ich, warum ich meine Axt benutzt habe. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo das hier hinführt. Das führt da hinten hin, oder? Also auf die andere Seite von der Brücke, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, ohne dass wir erwischt werden. Okay. So weit kommen wir gar nicht. Nein. Geht das? Reicht das? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay. Cool. So, Moment. Ich suche mal hier deine Mama, ne? An diesem Tag ändern, wenn ich nur die Zeichen gesehen hätte. Das ist nicht. Oh mein Gott. Lass mich verarschen, Mann. Woher kommen die alle? Ich gehe einfach mal diesen Dingern hier nach, aber die verschwinden halt da oben. Ich sehe nichts. Die halten, lassen sich auch nicht aufhalten, ne? Okay, hier sind. Ja, Moment. Ich. Da. Nein, hier. Na los, stirb. So sind wir diese Dinger wenigstens los. Autsch. Wo sind sie? Komm her. Stirb. Okay, es wird immer komplizierter. Immer mehr. Aber es ist interessant. Es wird nicht langweilig. Sagen wir mal so. Es ist sehr herausfordernd. Das mag ich ganz gern. Und es ist alles nicht so offensichtlich wie im ersten Teil, finde ich. Wir haben jetzt schon eine Kiste liegen gelassen, obwohl ich glaube, dass wir hätten es schaffen können. Die rotbraune Krone ist hier. Die letzten Vorbereitungen für die Zeremonie wurden getroffen oder werden getroffen.
und die geflochtenen Haare unserer Freya werden nach Vanentradition geschmückt. Ihre Locken werden mit Blödbergblüten verziert und Lupinenöl verleiht ihnen einen besonderen Glanz. Ihr Diadem ist mit Farnwedeln umwunden, die dem Metall Leben einhauchen. Sie funkeln wie der Regen an einem Sommermorgen. Ich kann es riechen. Ich kann diesen Sommerregen riechen. Okay. So. So, was ist das jetzt hier für eine Kiste eigentlich? Komm ich da dran? Wahrscheinlich nicht, nein. Und da komme ich auch nicht durch, oder? Nein. Vielleicht von der Seite? What the fuck? Stirb! Kreatur! Sehr schön. So, was gibt's denn hier Schönes? Das Wappen der Hilly-Familie. Oh. Eine der ersten Familien, die vom Krieg zerrissen wurden. Dann lesen wir doch mal, was da so abging. In einer friedlichen, fortschrittlichen Gesellschaft zu leben, die sich jahrhundertelang selbst erhalten hat, bringt ein großes Problem mit sich. So, wenn es zum Krieg kommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man nicht den leisesten Schimmer hat, was man tun soll. Einige der wahren Familien wollten sich gegen Odin wehren. Andere glaubten, sie könnten an seine Güte appellieren. Die Familie Hilly war in dieser Hinsicht zwiegespalten. Die Hälfte griff zu den Waffen, die andere Hälfte weigerte sich, auf dem jungfräulichen Boden Vanaheims Blut zu vergießen. Es entstand eine Kluft zwischen den Friedlebenden und den Kämpfern. Eine Kluft, die mit genügend Zeit vielleicht wieder verheilt wäre. Doch leider bekamen sie nie die Chance dazu. Die Asen töteten sie alle nur wenige Wochen nach Kriegsbeginn. Schnell, ohne Unterschied. Ob sie nun mit Feder oder Schwert in der Hand starben, sie starben alle auf die gleiche Weise. Das ist nicht so erfreulich. Das ist nicht schön. Es gibt schönere Tode. Okay. So, wie komme ich jetzt hier an das Ding? Dieses Tor können wir öffnen, wie es aussieht. Bringt uns das weiter? Mein Diadem ist hier. Ist das so? Das, werden wir uns ist sehr gerne... Oh mein Gott, was denn? Bei der Galerie! Zuerst müssen diese Kreaturen weg. Naja, wenn ich schon dabei bin... Oh, das war noch nicht alles. Da ist ja noch einer. Ciao. Komm schon, ich will dich richtig vergiften. Bam. Jawohl, Brandschaden. So ist gut. Nice. Was denn? Oh, Moment. Was ist denn hier? Aha. Sehr gut versteckt. Ich komme sofort wieder. Ich mache nur gerade die Truhe auf. Bevor wir dein Diadem suchen, meine Liebe. Lass doch mich verarschen, Mann. Ganz genau. Das ist genau richtig gewesen. So, du Drecksack. Er ist instabil. Ja. Das war sehr unerwartet, dass einer rauskommt jetzt. Schwerer Runenangriff. Komm schon. Ein leichter Runenangriff. Ein kräftiger Klingenhagel, der mit einem mächtigen Kreuzhieb endet. Absolut. Ja, sowas von. Ja, das gefällt mir sehr gut. Kann ich das auch verbessern direkt? Nein. Uns fehlt ein EP? Ist das dein Ernst? Wow. Das ist hart.
ein einziger EP ist benötigt worden jetzt und den haben wir nicht. Dann wissen wir ja gleich, was wir machen, wenn wir ein EP bekommen. Ich würde gerne wissen, wie ich euch aufbekomme, Mann. So, was hast du für uns? Hacksilber, aber keine EP. Danke, für nichts. So, einmal da drauf, bitte. Hallo. Sag mal. Okay, sie ist abgelenkt. Oh, dein Diadem. Ist es das? Das hat dir gehört. Ein Symbol der Hingabe. Aha. Mit der Zeremonie ließ er jede Woche ein neues anfertigen. Jedes schöner als das letzte. Er hörte auf, als ich mich weigerte, ihn die alte Magie zu lehren. Der Drecksack. Mein Volk hat mir auch Geschenke geschickt, damit ich mein Zuhause nicht vergesse. Hm. Aber nach der Geburt meines Sohnes... Sehr unerfreulich, muss ich sagen. Was hast du denn da gemacht jetzt? Okay, Moment. Was? Achso, hier kommen wir wieder zurück. Ja, alles klar. Hier kommen wir wieder zurück. In den großen Raum in der Mitte. Aber was ist das hier? Mhm. Woher weiß ich immer, was da für ein Zeichen reinkommt? Anscheinend wissen wir es halt. Lesen. Gehen wir zurück, dann sehe ich mehr. Ah, okay. Ja, machen wir. Mhm. Haben wir hier denn jetzt alles? Ich denke schon. Wenn nicht, Pech gehabt. Also ich. Ich dachte, es bringt mir Frieden, es zu zerbrechen. Aber ich fühle nichts. Vielleicht liegt das, was du suchst, nicht in einem Diadem. Ich wollte gerade sagen. Vielleicht hast du recht. Gegner, hinter dir, Kratos! Danke. Wow, da ist das ein richtig geiler Angriff, Mann. Oh nein, ich hätte mir den Angriff vielleicht aufheben sollen für ihn hier. Wo ist er? Da. Shit. Das war mein letzter Moment jetzt. Nein. Muss der immer so schnell unterwegs sein. Bam. Komm her. Oh mein Gott. Wow. Dieses ganze Blut gehörte nur diesem einen Werwolf. Ich will es nur mal sagen. Dieser Finisher ist einer der... Ja. Einer der ekelhaftesten, muss ich sagen. Das Wort ist unvollständig. Da fehlt ein Teil. Okay. Lass mich raten, der zweite Teil ist dort. Mhm. Okay. Gut, kommen wir denn da... Ach so, wir haben ja das Tor hier geöffnet. Ist klar, dann sind wir ja doch richtig gewesen. Komm mit. Komm mit, Freya. Ich komme eher mit ihr mit. Sie will das ja alles finden hier. Okay. Nein, dich will ich nicht. Muss erstmal jemand anderes erledigen, glaube ich. Da oben. Jetzt mich verarschen, wie soll ich den denn erledigen? Alter, die sind unverrückbar. Es geht gar nicht. Ich kann die gar nicht umbringen. Das ist nicht fair. Hä, wie's?
Wie soll das gehen? Ich muss erstmal dieses Vieh mir schnappen, oder? Aha. Aha. Oh, du Drecksvieh. Komm her. Yes. Shit. Ist er immer noch nicht tot? Er ist instabil. Oh mein Gott. Ja, ja. Sehe den Kelch. Den Kelch? Moment, ich komme sofort. Der Kelch. Alter. Das klappt überhaupt nicht. Okay. So, wir lesen das hier gleich alles. Aber erst einmal der Kelch. Freunde, der Kelch. Von der Zeremonie. Ein Symbol der Versöhnung. Zerstör ihn. Zerstör ihn! Gut. Wir tranken aus dem Kelch der Liebenden, bis wir kaum noch stehen konnten. Mhm. Ich habe ihm in dieser Nacht gesagt, dass ich eine Entschuldigung von Freya möchte. Odin versicherte mir, dass ich keine andere Familie bräuchte als ihn. Mhm. Und ich glaubte ihm. Naiv. Einfach naiv. Wie kannst du nur, Freya? Das ist eben Liebe. Sie hat ihn, glaube ich, wirklich geliebt. Oh. Oh, hier geht's also weiter. Ah, ja, 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 da ist dieses Wort. Ja, Moment, Moment. Erst eins nach dem anderen, Freunde. Was Interessantes? Das weiß ich noch nicht. Ich lese es mal. Der Segen der Zwei. Gesegnet sei an diesem Tag die Vereinigung von Freya und Odin. Mögen den Völkern Vanaheims und Asgards Reichtum zuteil werden. Die Sonne möge scheinen und der Mond leuchten. So soll in den Welten ein unerschütterlicher Frieden herrschen. Genau das Gegenteil ist eingetreten, Mann. Okay, ich habe EP bekommen, ne? Was? Oh. Oh, Moment. Hier ist irgendwas Gold. R2 gedrückt halten. Oh, ja, bitte. Schaden. Leicht den Schaden. Erhöhte moderat die Betäubung. Erheblich die Resistenz gegen Schaden und taumelt während der Fähigkeit. Das hört sich gut an. Man muss ja nicht mal auf Schaden gehen, ne? Aber das hier ist halt erheblich, die Resistenz. Guter Schutz. Ein sehr guter Schutz. Was ich aber eigentlich machen wollte, ist... Nein. Ja, was wollte ich denn? Reliquie? Spartas Rage? Was war das denn nochmal? Irgendwas hatte ich doch gesagt. Waren das Fähigkeiten? Nee. Keine Fähigkeit. Rüstung? Was war das denn nochmal? Ich wollte doch irgendwas verbessern. Waffen. Es war... Ja, ja, hier. Das hier. Klingenhagel, ja. Was, kann ich immer noch nicht? 3250? Oh. Uns haben 1000 EP gefehlt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gemacht. So. Okay, kann ich von hier noch irgendwas sehen? Weil sonst würde ich gerne den hier machen. Mhm. So, und einmal runter. Dasselbe Zeichen wie gerade eben, also. Das ist vollständig, aber ich kann es von hier nicht lesen. Mhm. Gehen wir wieder runter. So machen wir es.
Genauso machen wir es, aber... ich meine, hier war noch irgendwas zum Lesen, oder? War das weiter unten? Ich glaube schon. Oh, Moment, was ist das denn? Hacksilber. Und besser. Nein. Der Schmerz wächst nur. Es war so klar. Werde ich ihn denn niemals los? Was muss ich denn noch tun? Hier ist noch eine Kiste. Und was zum Lesen. Okay. Ja, Freya, das weiß ich leider nicht. Keine Ahnung, was du tun musst, um das zu vergessen, um zu verarbeiten. Ich weiß nur, dass wir sehr guten Loot hier bekommen und viel zu lesen. Es ist eine Anklage meines Volkes während meiner Hochzeit. Hm? Verräterin. Schriftzug außerhalb eines zerstörten Tempels in Vanaheim. Viele Gebäude dieser Welt wurden durch Naturkatastrophen oder die Einherjahr zerstört. Freyas Tempel liegt aus anderen Gründen in Trümmern. Es scheint, dass ihre eigenen Anhänger den Tempel zerstörten, den sie einst für sie errichtet hatten, nachdem sie Vanaheim verließ. Ihr Volk betrachtete ihre Hochzeit als Verrat, eine feige Art, ihr Handeln zu verurteilen. Das ist natürlich hart. Das ist hart. Oh. Sag mal. Dankeschön. Das Hacksilber nehme ich sehr gerne. Okay, dann hätten wir das. Bleibt die Frage, was bedeutet dieses Wort? Und werden wir damit eine Brücke öffnen können? Höchstwahrscheinlich, oder? Das Unwort ist da drüben erschienen. Siehst du? Absolut. Flüger. Warum ängstigt mich nach all den Kämpfen, die ich ausgetragen habe, was auf der anderen Seite dieser Tür ist? Die schwierigsten Kämpfe trägt man in sich selbst aus. Aber bei diesem Kampf wirst du nicht alleine kämpfen. Warum weißt du nicht, was hinter dieser Tür ist? Du hast doch hier geheiratet. Oder nicht? Silberstufe abgeschlossen. Verlassen. Ich habe dir alles geschenkt. Mein Glauben, meine Liebe. Geschenke im Übermaß. Und du hast mich verlassen, uns verlassen, dein Zuhause verlassen. Warum? Damit du mit dem einäugigen König durch die Welten stolzieren kannst? Haben wir, deine erbärmlichen Anhänger, dich so angeekelt, dass du die erste Gelegenheit genutzt hast, um zu verschwinden und nie wieder zurückzukehren? Erst jetzt weiß ich, was wahre Einsamkeit ist oder wahrer Zorn. Ich würde mich an dir rächen, aber du bist nicht hier, um meinen Hass zu spüren. Stattdessen werde ich... und die, die mich begleiten möchten, zu dem Tempel gehen, den wir vor so langer Zeit für dich errichtet haben. Das Monument unserer Leichtgläubigkeit und deiner Selbstsucht. Und wir werden ihm das zufügen, was wir hoffentlich eines Tages auch dir zufügen werden. Wer hat das denn geschrieben? Das war aber nicht ihr Bruder, oder? Vielleicht war das ihr alter Lover? Hört sich auf jeden Fall danach an. Keine Ahnung. Ich gehe hier mal durch. Bist du bereit? Ja. Sind wir bereit? Ich weiß nicht, was dahinter ist. Da ist sie. Tiere. Da ist sie. Meine letzte Verbindung zu Asgard. Oh. Wir haben das Schwert gemeinsam in den Pfeiler gestoßen. Aha. Das Schwert wurde für die Zeremonie geschmiedet. Ein Symbol unseres Bundes. Aha, aha. Kann das denn was, das Schwert? Molner. Nein? Molner. Es klappt wohl nicht. Der Stein weigert sich loszulassen. Sieht fast danach aus, ja. Molna! Vielleicht sollte ich den Stein einfach zerstören.
tiefsten Wunden formen die stärksten Bünde. Der Bastard sagte das in seinem Gelübde. Ich hasse es, wenn er recht hat. Ich mag die Rüstung. Aber gut ausgewählt. Asgard gehört ein Teil von mir, der nie weggeht. Aha. Das Band zu meinem Sohn. Zu den Valkyren. Diese Welt gehört nicht allein Odin. Sie gehört mir ebenso. Oh. Ho, 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 ho. Nice. Der Schmerz gehört nur ihm. Ich werde nicht länger daran festhalten. Das Schwert trägt nicht länger unser Vermächtnis. Doch wird es nun das meinige. Eine viel passendere Verwendung. Jetzt hat sie zwei Schwerter. Geil. Nice. Boah, die Quest gefällt mir voll gut. Es war ein guter Tag, absolut. Mardöll. Neue Schwertauswahl freigeschaltet. Passen Sie Freyas Rüstung im Waffenmenü an. What? Was passiert hier? Schwert? Mit verschiedenen Schwertern lassen sich einzigartige Kombos und Angriffe ausführen. Uha. Okay, Mardöll. Nahkampfangriffe schlagen mit Schnelligkeit zu und fügen Gegnern Bifrostschaden zu. Absolut. Absolut. Ja. Beschwörung. Was kannst du denn so beschwören? Wir haben momentan Cider-Atem. Okay. Was können wir noch? Stählerne Harmonie. Oh, mit zwei Schwertern. Ja, absolut. Ja. Auf jeden Fall. Wie kriegen wir das hin? Gedrückt halten, oder? Viereck gedrückt halten? Ist das dann so? Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. So, da ist dieser Stein. Haben wir sonst noch irgendwas? Irgendwas für mich vielleicht? Liebes Spiel? Wohl nicht. Oh doch. Cool. Das Spiel vergisst mich nicht. Wir bekommen noch ein bisschen Kacksilber. Okay. Oh, und noch was zu lesen. Hätte ich ja fast übersehen, Freunde. So nicht. Gut, dass du die Runen erlernt hast. Absolut. Die Zeremonie. Das Wetter meint es heute gut mit uns. Die Sonne scheint und ihre warmen Strahlen tanzen durch die Blätter der Bäume. Wacholderblätter wurden zusammengebunden und verbrannt. Ihr Duft hängt freudig in der Luft. Die Gäste nehmen ihre Plätze ein. Die Halle ist erfüllt von feierlichem Lachen. Die Vorfreude auf die Zeremonie nimmt zu, während die Stunde des Beginns näher rückt. Das hört Freya bestimmt gar nicht gerne. Sie erinnert sich wahrscheinlich nicht so gerne an diesen Moment zurück. Ansonsten haben wir aber dann wirklich nichts mehr, oder? Schon noch ein paar Frösche. Aber die sind mir auch egal. Ja gut. Außer die Dinger hier, ne? Da weiß ich... Oh. Moment. Willst du mich verarschen? Die Dinger gehen so auf? Mit der Axt? Hat man uns das schon erklärt? Shit. Ich habe so viel liegen gelassen auf dem Weg, Mann. Verdammt. Ich schätze, Verdammt. Jetzt geht es zum nächsten Kampf. Ja. Heute hast du einen wichtigen gewonnen. Das hast du wohl. Das hast du wohl, ja. Aber ich habe das Gefühl... Okay.
wieder einfach angerannt kommt. Da kommt volles Rohr auf ihn. Hinter dir, Vorsicht! Okay, das ist nicht gut. Fuck. Oh shit. Die sind so brutal, Alter. Vor allem dieser rote Angriff. Hinter dir, pass auf. Ja, danke. Nein, nein, nein. Okay, da ist was groß. Nein, nein, lass mich das nehmen. Yes. Komm her. Ich komm da nicht raus. Danke. Oh mein Gott. Wenn ich darf. Seit wann fragst du denn bitte um Erlaubnis? Es ist nur, ich verdanke dir mein Leben, wie es auch ist. Und ich habe dir Schmerzen bereitet, dich in eine schreckliche Situation gebracht. Und das, Freya, tut mir aufrichtig leid. Ich wollte diesen Krieg auch beenden. Ich weiß. Aber ich schwöre dennoch, mich zu bessern. Was immer du verlangst, betrachte es als erledigt. Ich stehe auf ewig in deiner Schuld. Mimir! Ich weiß, was zu schätzen. Auch wenn du ein unausstehlicher Besserwisser bleibst. Ich fürchte, ich werde nie lernen, damit aufzuhören, Majestät. Wow, okay. Krasse Kämpfe, krasse Fights. Was haben wir da eigentlich alles ausgewählt? Rüstung. Moment, Rüstung? Reas Rüstung? Königliche Warnentracht? Eine Tracht, die für den Tag genäht wurde, an dem alle Augen auf ihren Träger gerichtet sind. Ich mag eigentlich den Kampfanzug, aber zur Feier des Tages, hey. Schön. So hat sie also geheiratet, da erinnert sie sich wahrscheinlich sehr gerne dran, zurück. Hier, guck mal. Nein. Unglaublich. Es ist einfach unglaublich, dass ich das nicht rausgefunden habe. Aber was bringt das? Oh, hier liegt wieder was. Rohleder. Also wir bekommen Komponenten und Herstellungsmaterialien. Was soll ich sagen? Hätte ich es gewusst, hätte ich es gemacht. Ihr kennt mich doch. Natürlich hätte ich das gemacht. Bin ja nicht wahnsinnig. So, hier ist noch was Grünes. Super, vielen Dank. Brauchen wir unbedingt. Oh, 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 oh. Das hier. Sehr wichtig. Okay, ich glaube aber, wir haben hier tatsächlich alles. Was ich mir angucken wollte, unsere Ziele. Haben wir jetzt mehrere Gefallen ausgerüstet? Reas fehlender Frieden, den Schrein verlassen. Die geheimnisvolle Kugel haben wir immer noch. Okay. Ja gut, man kann auch mehrere Sachen, wie es aussieht, verfolgen. Ne, kann man nicht. Wir machen erstmal den hier zu Ende. Den Schrein verlassen. Aber das werden wir eh machen. Von daher kann ich das hier auch machen. Wir verlassen den Schrein eh jetzt. Also. Ne? Oh mein Gott, Alter, hab ich mich erschrocken. Wow. Oh, mein Herz. Mein fucking Herz. Oh. What the fuck, man? Hey,
Problem ist natürlich, ich bin gleich tot, ne? Oh, cool. Komm her, alles her damit. Amulettzauber, cool. Nehme ich. Schild hoch. Thanks. Oh mein Gott. Boah, Alter, ich habe so einen Schreck gehabt. Ich habe mich so erschrocken. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben, bitte. Oh. Oh, komm her, komm her. Stirb! Stirb, stirb, stirb! Mit dem neuen Schwert. Dort, da drüben. So viel zum Boot. Oh ja, das Boot ist weg. Das ist nicht so gut, oder?